Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Devil May Cry 5. Wir sind mit Dante unterwegs, mega geil, der spielt sich auch richtig, richtig gut. Und wir sind wieder im blöden Baum von Horizon, dem blöden Superdämon. Und irgendwie hat er meine Verbesserung vom letzten Mal nicht abgespeichert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich gekauft hatte, um ehrlich zu sein. Doch, ich weiß es. Ich hatte gekauft, Triggerheart habe ich, genau. Oder habe ich gar nichts gekauft? So, eine blaue Kugel will ich auf alle Fälle mal noch. Nee, nehme ich keine mit. Lieber eine violette Kugel nochmal mitnehmen. Goldene Kugel, Leute, bekomme ich ja jeden Tag eine für die Anmeldung. Also ganz ehrlich, goldene Kugeln habe ich echt im Überfluss. Also ich kann so oft gerade sterben. Meine ist ja gut, ne? Kann mich ja nichts klein kriegen hier. Ah ja, jetzt kommt gleich ein Bosskampf. Ich werde hier nochmal komplett aufgeladen. Also, ja, da vorne geht's zu Horizon. Oh yeah. I'm feeling it. Well, well. O king of stench and filth. I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat them. Jackpot. Dante. Okay, Bosskampf gegen Horizon, die dritte. You shall regret your existence. Okay, ja, das kennen wir hier alles teilweise schon. Ist jetzt so gesehen wenig Neues. Ja, Kampf gegen Horizon hatten wir nun schon. Und Horizon, wisst ihr, was ich meine. Auftritt Nero. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang des Spiels. Was? Nur im B-Rang? Alter. Das hätte ich mir schon besser vorgestellt. Aber okay, ja, das war jetzt wirklich die Szene vom Anfang. Also jetzt hier nochmal alles neu zu zeigen, ich glaube, das wäre jetzt echt too much gewesen. Our last hope, Nero, was completely useless. Get Nero out of here! This is a bad move! Nero, go! You're just dead weight! That bastard called me dead weight! I didn't come all this way for nothing! This is power. Oh.
the Devil Sword Sparta no longer serves a purpose. I have plans for the both of you. You will exist to give me strength. How fortunate to serve such divine purpose. All right, enough's enough. Can't let a boy do a man's job. Hey, wait. I'm not done talking yet. Okay, you get some rest. By the way, I guess I owe you one. Yeah, legendäre verfluchte Klinge, das Teufelsschwert, Sparda. Okay, ich glaube, jetzt erfahren wir auch, was passiert ist, nachdem, oder in der Zwischenzeit, in der wir mit Nero auf dem Weg waren, also gegen Horizon zu kämpfen. Und deswegen konnten wir auch nicht so viele Skills kaufen, wobei wir sehen auch für Sparda können wir gerade nicht so viel kaufen. Wir haben auch eigentlich schon alles, das hat er übernommen. Ja, ich würde mal sagen, wir sparen mal noch Punkte an. Für irgendwas sparen wir erstmal noch Punkte an. Wer weiß, was hier noch alles kommt. Missionsstart 11, Ursache. Bin mal gespannt, wie sich Sparda dann kämpft. Ah ja. Looks like I overslept. Time for a warm-up. Ja, wir lagen knapp einen Monat lang einfach nur so rum, also Dante, währenddessen Redgrave ziemlich vor die Hunde gegangen ist. Ja, Trickster will ich machen. Boah. Ja, nicht gerade die beste Kür hier, die ich hier hinlege mit Dante. Immerhin mache ich hier ordentlich was kaputt. Jetzt muss ich praktisch den ganzen Weg wieder zurück, den ich mit Vi gekommen bin. Ah ja. Na, wie das funktioniert, weiß ich ja. Ha, Schwein gehabt. Okay, was kommt hier raus? Ey, schieß dich einfach ab. So. Ach du Schrecks. Die gibt's ja auch noch. Ah.
Okay, habt ihr recht. Schön weggeknallt, den Burschen. Den Buben. Die Buben schön weggeballert hier. Bin immer gespannt, wann wir dann in der Lage sein werden, Horizon zu besiegen. Denn aktuell ist der ja ziemlich sehr, sehr mega stark. Ich meine, er hat... Like my city's lively. Ah, guck mal, da ist eine Geheimmission. Müssen Sie aus der richtigen Perspektive betrachten. Wenn wir das tun, dann bekommen wir die Mission. Wahrscheinlich von da oben, ne? What a pain in the ass. Just gotta take it down. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ja, so kann man sich auch eines ungeliebten Bereiches entledigen. Einfach mal, statt einen Fahrstuhl zu benutzen, einfach mal das Haus absinken lassen. Nicht schlecht, Dante, nicht schlecht. Chapeau an dieser Stelle. Ah, lass mich raten, wenn ich jetzt richtig gucke, kriege ich auch die Geheimmission? Ich meine, ich muss sie ja nicht gleich spielen, oder? Boah, weil das ganze Haus jetzt hier in sich zusammenfällt. Oh, blaue Kugel, also Fragment einer blauen Kugel. Oh no, Gegner! Ach, diese Bros. Boah, dann trifft er mich und schiebt mich wieder auf C zurück, ne? Komm, 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 S-Rang. Alter, ey, da will mir den S-Rang nicht gönnen. Da will er mir den S-Rang nicht gönnen. Gönn, gönn. Oh, gosh. Wartet mal, das kriegen wir hin. Das kriege ich hin. Und Sprung. Yeah, ne? So wird das gemacht hier. Mir dieses eine Gemälde, ne, das wir schon die ganze Zeit sehen. Das muss es irgendwann mal im Sonderverkauf gegeben haben.
Hier ist ein Zeichen, da ist ein Zeichen. Also irgendwie stimmt hier noch nicht alles miteinander überein, ne? Boah, das gibt's nicht, ey. Ich dachte, wenn ich ihn schön in der Combo drin halte, dann macht er nichts. Ah. Busted. Mine now. Busted. So, das heißt, ich muss jetzt hier noch irgendwas runterkommen lassen dafür, oder was? Um hier die Mission frei zu spielen. Ich meine nicht, dass mich jetzt diese Spezialmission hier sonderlich interessiert am Ende. So, da ist nochmal Devil Trigger, aber brauche ich gerade nicht. Wow, fuck it. Also ich bin ja der Meinung, irgendwie können wir noch diese Geheimmission hier freischalten, aber ich weiß nicht wie. Also ja, bestimmt der Winkel drauf gucken, das war ja in der Erklärung damals so die Lösung. Aber da fehlt ja echt noch einiges für. Ah, wartet mal, hier können wir noch rein. Was? Ein nach Ladys verstorbener Mutter benannter Raketenwerfer, der eine Reihe mächtiger Geschosse abfeuert. Hab ich ja gar nicht gesehen, WTF. Ach komm, ich spiele doch die Geheimmission sowieso nicht. Also ganz nice, dass es sie gibt und so. Aber ich glaube, wir gehen jetzt lieber weiter, wo ich jetzt hier noch stundenlang daran rumsitze. Okay. Schlechter der Schwachen. Ja.
Okay, den Schlechter haben wir. Oder, oh, haben wir doch noch eine Möglichkeit vielleicht? Auf die Geheimmission? So, okay. Na komm, ach, ihr schon wieder. War der Chef auch dabei oder nur ihr drei? Ja, ich würde sagen, der erscheint da gerade, oder? Boah, Junge. Ach, du bist es da oben. Na kommt jetzt her, ihr schön, ihr beiden. Ich mach euch fertig. Mal die Knarren wechseln. Bäm, Junge! Bäm, Junge! Bäm, Junge! Yeah! Sehr geil! Ah, jetzt kommt hier der große Obermacker. So, komm. Boah, zwei von denen. Zwei von den Feuerdingern. Na, wartet ab. So. So. Wartet ab. Ja, okay, ich sollte die beiden lieber im direkten Gefecht legen. Ich glaube, da ging gerade ganz schön die Bombe hoch. So, ja, mit meinen Lebenspunkten sieht man gerade nicht so doll aus. Der Kampf war jetzt auch nicht so gut, um ehrlich zu sein, für mich. Also,
habe hier schon bessere Kämpfe abgeliefert. Ah ja, cool, eine ganz violette Kugel zusammen, heißt einmal Devil Trigger gratis mit dazu. Okay, ich würde sagen, wir machen hier weiter, liebe Freunde meines Kanals, in der nächsten Runde mit diesem wunderschönen Bild von Dante. Entlasse ich euch zurück in die triste Welt von YouTube. Wir sehen uns wieder, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.